mal, mein Enkel, ich vermache dir meinen Dornenschlagstock. Damit kannst du auf andere Leute zugehen und die denken, oh, der schenkt mir eine Rose. Aber dann schlägst du ihn in die Fresse mit deiner Faust. Jo Leute, Ostern steht vor der Tür. Das heißt, Jesus ist gestorben und deswegen bemalen wir Eier. Und zu solch fröhlichen Anlässen sieht man natürlich einen Haufen Verwandter. Die Direkten. Dass man die trifft, ist jetzt nichts Besonderes. Man sieht sie sogar so oft, dass man sie in einer bestimmten Phase seines Lebens sogar hassen lernt. Man auch Pubertät. Das Schlimmste an direkten Verwandten ist dass ja, dass man jeden Tag aufs Neue sieht, was da für kranke Gene in einem drinstehen. Oh, werde ich so kurzsichtig wie mein Papa? Oder kriege ich so eine Schlabberbrüste wie meine Mama, die auf dem Boden kriechen? Oder werde ich später auch mehr Haare auf dem Rücken als auf dem Kopf haben, wie mein dreijähriger Bruder? Das ist der Horror, den man sich jeden Tag aufs Neue stellen muss. Außer man ist ausgezogen. Außer es ist Samstag. Was? Ach, ausziehen. Ah. Geldspender. Das sind die Verwandten, die man am allerliebsten hat. Auch wenn man nicht mal weiß, wie sie aussehen. Denn sie geben einem das beste Geschenk, was man einem Heranwachsenden geben kann. Playboy? Nein, Geld. Man hat Geburtstag. Und wie jedes Jahr liegt der Brief von Tante Hans im Briefkasten. Mit einem 50-Euro-Schein drin. Bist die Beste, der Beste, Tante Hans. Aber schlimm wird's dann auf einem großen Familienfest. Ruhig, dann dreh dich mal um und bedank dich bei Tante Hans für die 50 Euro. Und vor einem stehen 5 unbekannte Gesichter. Die Hardcore-Version von Russisch Roulette. In-Laws. Auch wenn du meine Schwester geheiratet hast, in uns fließt nicht das gleiche Blut. Du gehörst nicht zur Familie. Ich bin reich. Willkommen in der Familie. Schwarzes Schaf. Jede Familie hat ein schwarzes Schaf. Und bei manchen ist die Geschichte dahinter schon seifenopernreich. Bernd hat die Familie um 80.000 Euro betrogen und Opa sterben lassen. Und jetzt sind wir nur noch Multimillionäre anstatt Multimillionäre mit 80.000 Euro mehr. Und was ist mit Opa? Ach, scheiß drauf, der war eh gestorben. Aber egal, was passiert. Familie hält zusammen. Das ist mein Sohn Niklas. Er hat 30 Menschen umgebracht. Aber ich liebe ihn trotzdem. Knuddler. Oh, Steven! Komm her, lass dich drücken! Body Slam! Und dann freut sie sich, dass man so schöne, gesunde Wänkchen hat. Kein Wunder, wenn du mir die ganze Zeit da reinkneifst, du Schlampe. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mich nicht so massakrieren. Ja, Häusere. Fick dich. Unbekannte. Einmal gibt's die Sorte, wo du wirklich nicht weißt, dass sie existieren. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, darüber zu reden. Und dann gibt's die Sorte. Du kennst sie nicht. Aber sie kennen dich. Ganz genau. Du hast keine Ahnung, warum. Oh, Jimmy, herzlichen Glückwunsch, dass du als Scheiße-Taucher angenommen wurdest. Was? Ich wurde angenommen? Ich weiß. Schmarotzer. Oh mein Gott, ich habe im Lotto gewonnen. Hi, ich bin dein lang verschollener Bruder. Sie können auch schon lange da sein. Lange, 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 lange. Jimmy, du solltest wirklich langsam mal ausziehen. Ey, ihr könnt mir gar nichts vorschreiben, ne? Ich bin 35, mach was ich will. Mein Haus, meine Regeln. Wir wollen aus dem Keller ein Sexverlies machen. Aber ihr habt gesagt, der Keller ist mein Reich. Wenn du unbedingt bleiben willst, musst du zusehen. Die mega coolen. Wisst ihr noch damals auf den Schulhof, wo man mit seinen Verwandten angegeben hat? Mein Onkel hat ein Flugzeug. Mein Onkel besitzt ein McDonald's. Mein Onkel ist tot. Es gibt immer diesen einen Verwandten, bei dem anscheinend alles stimmt. Hat den absoluten Traumjob, vögelt nur Topmodel und hat Kohle ohne Ende. Aber irgendwo gibt es immer einen Haken. Vielleicht muss er für seinen Job ziemlich früh aufstehen. Eigene Plage. Oh mein Gott, was ist da nur aus mir rausgekommen? Würde ich sagen, wenn ich eine Frau wäre. Und Kinder hätte. Und die scheiße wäre. Ich meine, es ist super leicht, sich über andere Kinder zu beschweren. Aber wenn es deine eigenen sind, bist du selbst schuld. Und das kannst du nicht einfach auf die Gene schieben. Und das hat er nicht von mir, das hat er von Mama. Damit aus den Kindern was Anständiges wird, muss man sie gut erziehen. Und zwar mit viel, viel Liebe. Und der richtigen Motivation. Und zwar mit einer Peitsche, die du den Kindern in die Fresse haust. Freunde. Warum denkt man bei Familie immer nur an Blutsverwandte und Angeheiratete? Die wahre Familie sucht man sich doch aus. Und zwar die Freunde, die immer zu einem halten. Oh mein Gott, das ist... Oh, das ist so gay. Oh, das ist das Gayste, was du jemals in deinem verdammten Leben gesagt hast. Wie kann man nur so eine gaye Scheiße sagen? Und mit gay meine ich nicht schwul, sondern komisch lustig. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Du hast keine Freunde. Das ist traurig, aber auch lustig. Du siehst mich gern leiden, nicht wahr? Ja, brennen. Wie sieht's mit euren Verwandten aus? Habt ihr so eine Riesenfamilie wie die Weasleys oder seid ihr wie Batman? Freudig, flutschig, weiter geht's da drüben mit 10 Arten von Geschwistern. Oh mein Gott, warum habe ich das gesagt? Und darunter sein letztes Video. GEZ, warum Rundfunkgebühren überhaupt? Und da unten findet ihr unsere anderen Kanäle. Da findet ihr auch geilen Shit. Mein Ohr juckt. Space Fox, wo dieser Frosch ist, draufklicken. Da sind geile Sachen, da geben wir uns sehr viel Mühe. Mit Liebe. Ja. Feuer. Du wolltest mich jetzt anzünden?